So, jetzt wissen wir, was Prozeduren sind. Jetzt wissen wir, was Funktionen sind, und zwar allgemeinere Funktionen, als wir sie im Hamstermodell gekannt haben, wo wir zunächst nur mit Boolschen Funktionen gearbeitet haben. Aber auch im Hamstermodell können Sie jetzt mit Funktionen arbeiten, die auch Integerwerte liefern. Im Prinzip kennt der Hamster auch die anderen Typen, Character, Boolean, Double und so weiter. Man kann auch mit Variablen diesen Typs und mit Werten dieses Typs arbeiten und entsprechende Funktionen definieren. Und auch was wir im Folgenden kennenlernen werden, ist im Hamstermodell möglich. Das sind die sogenannten Parameter. Mithilfe von Parametern werden Prozeduren und Funktionen flexibler. Im Folgenden werde ich häufig nur noch von Funktionen sprechen und meine damit allerdings auch Prozeduren. Nur wenn ich wirklich nur Funktionen, also Konstrukte, die Werte liefere, meine, dann sage ich dies explizit. Wenn ich ansonsten von Funktionen spreche, sind damit Prozeduren auch immer gemeint. Weil die Konstrukte und Konzepte sind ja schon vergleichbar. Parameter kann man sowohl bei Prozeduren als auch bei Funktionen verwenden. Und das Parameterkonzept möchte ich zunächst mal verdeutlichen an einem Beispiel. In der Mathematik ist definiert n über m gleich n-Fakultät durch m-Fakultät mal n minus m-Fakultät. Das gilt, diese Formel gilt für 0 kleiner gleich m kleiner gleich n. Das ist eine Formel, die benutzt werden kann, beispielsweise zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit, 6 Richtige im Lotto zu haben. 6 über 3 in dem Beispiel ist definiert als 6 Fakultät durch 3 Fakultät mal 6 minus 3 Fakultät. Und die Fakultät ist eine Funktion, n Fakultät ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 bis mal n, also die Multiplikation aller Zahlen von 1 bis n. 6 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 und 3 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3. Benötigt wird zur Berechnung dieser Formel Fakultät von 6 und Fakultät von 3, also eine Funktion, die einen Int-Wert entsprechend liefert. Gewünscht ist aber verallgemeinert, um diese Formel beschreiben zu können, nicht für konkrete Werte 6 und 3, sondern für parametrisierte Werte n und m, eine Funktion Fakultät von n, wobei der Wert n aber erst zur Laufzeit angegeben werden muss. Und das leistet das Parameter.